So, willkommen zu einer weiteren Runde. Detroit Become Human. Alice und Kara waren im Motel. Mal schauen, wie es weitergeht. Das ist sehr interessant, was sich für Verknüpfungen so auftun. Jetzt selber analysieren. Das haben wir schon gemacht. Alle Systeme im Energiesparmodus defekt. Schön. Beine ersetzen. Krass. Ach ja, klar, das war ja. Die haben ja gesagt, dass sie ihn zerlegen. So wie er jetzt so krabbelt, das erinnert mich an die alten Terminator-Teile. Kompatibel, oh, das ist gut. Mal das Bein und nehmen jetzt mal das andere. So, das rechte Bein ist in Ordnung, jetzt suchen wir noch das linke. Kompatibel, okay, müssen wir weiter. Aber man gut, dass er das geschafft hat. Dann haben wir das linke Bein auch. Kommen wir vom Schrottplatz. Wir müssen eigentlich noch viel mehr Ersatzteile oder so einfangen. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Finde Jericho! Oh. Übel, übel. Krass, dass sie alle auch danach greifen, finde ich schon extrem. Wo gehst du hin? Der Übel, das sind alles Androiden, ne?
Reflexe irgendwie und können sich gegenseitig nicht mehr helfen. Finde optische Einheit, Pumpenregulierer. Kompatibel, okay. Scheiße. Kompatibel, oh geil. Da haben wir doch schon das nächste Teil. Wir müssen leider diesmal an uns denken. Sie hat ihre Energie verloren. Finde optische Einheit. Krass, dass sie da alle so in den Schlamm geworfen werden. Kompatibel, super. Was nächste Teil? Audioprozessor. Es fehlt uns ja nur noch die optische Einheit. Ja, komm. Wie bewegt er sich jetzt hier nicht gerade von der Stelle? Was ist denn da los? Ich kann mich zwar hier drehen. Ah, jetzt. Nee, warte mal, fehlt da noch die optische Einheit oder nicht? Ja, dann kann ich versuchen, aber... Ja, da gucken wir nochmal, ob wir noch was finden. Echt übel, ey. Die werden da in den Schlamm geworfen. Die leben aber alle zum Teil noch, oder? Ich bitte, ich bitte. Beende es. Ich will nicht mehr leben. Mach schnell hier. Okay, wenn er es unbedingt möchte. Das ist schon sehr grausam, wenn man sich überlegt, das wäre die Wahrheit. Wobei das sind
Man sagt immer, Androiden haben keine Gefühle oder so, aber... Ich finde hier aber auch keine optische Einheit irgendwie. Kompatibel, sehr gut. Wie haben wir jetzt? Hallo, ich bin ein AK-700-Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Hallo? Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das CyberLife-Wartungscenter. So. Zustand stabilisiert, super. Klettere die Anhöhe hoch. Jetzt macht das ja auch Sinn. Weil als der Land nicht vollständig war, wäre ich da nicht hochgeklettert. Komm, das schaffen wir. Ja, sehr gut, sehr gut. Prima. Ach, das ist... Ah, alles klar. Ist das sozusagen der gute Mann, der den Sohn vom Maler, vom Künstler umgebracht hat? Den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, das wäre der andere, der den Mann abgestochen hat. Könnte er als Mensch durchgehen, oder? Das verheilt, wenn man das nicht sieht. Krass. Ich heiße Marcus. Das ist ja mal eine Wendung in der Geschichte. Wow, wow, wow. Somit der emotionalste Teil, finde ich. Auch so von der Dramatik her. Dann gehen wir mal weiter. Das ist auch ein cooler Charakter auf jeden Fall. Finde Amanda, okay. Das Mädel, das mit meinem anderen Androiden irgendwie im Motel ist, ne? Oder wer ist Amanda jetzt schon wieder? Ah, okay. Ach, die ist tot. Alles klar. Mark 1. Oh, es gibt sogar Friedhöfe für Androiden.
ich hier noch irgendwas anderes machen? Nö. Die haben wir doch schon untersucht, ne? Das war doch das. Ja, genau. Connor, okay. Was war das? Shift L? War das Steuerung L? Ja. Genau, um eine andere Sichtweise zu haben. Das sind zwar zwei gelbe Kästen noch, aber da haben wir ja schon geguckt, da war ja nichts. Muss ja Amanda hier irgendwo anders liegen. Oh, ein schöner Park hier. Ich kann mal in die Mitte gehen. Ja, ich auch Grabstätten. Hallo Amanda. Ach, das ist er. Ich dachte, das wäre eine Tote. Schön dich zu sehen. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Du hast deine Untersuchung hervorragend geleitet. Aber du wusstest, Abweichler sind instabil. Du hättest vorsichtiger sein sollen. Ich dachte, ich könnte ihn zum Reden bringen. Das war eine Fehleinschätzung. Schon gut. In Zukunft wirst du sicher besser aufpassen. Interessant, was spielt sie denn hier für eine Rolle? Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Ich fand ihn unangenehm und unprofessionell. Er ist eine suchtanfällige Person, respektiert die Verfahrensweisen nicht und verachtet Androiden. Das macht unser Verhältnis schwierig. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Oh, sie fand das gar nicht gut. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Suche nach L.T. Anderson. Kann ich helfen? Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Du hast sicher einen Schock. Bleib einfach ruhig.
hier. Kannst du mir bitte etwas Wasser holen? Die Lage in der Arktis spitzt sich weiter zu. Seit gestern ein russischer Flugzeugträger auf ein US-Patrouillenboot gestoßen ist. Es wurden einige Warnschüsse abgegeben, die bitte jedoch bei keiner der beiden Tanker. Warte doch auf seinen Platz, aber wussten seinen Platz. Setzen möchte er sich da nicht. Ich bin ganz nervös, Mann. Den sofortigen Rückzug aller Streitkräfte sowie eine internationale Konferenz. Bisher gab es keinerlei Reaktion aus Moskau oder Ach so, wir können ja rein, alles klar. Wir informieren Sie im Minus- ja, dann müssen wir mal rausfinden, wo sein Platz ist. Über die aktuellen Entwicklungen. Ja, viele Plätze hier. Vielleicht können wir ja mit einem reden, der uns sagt, wo er ist. Nö. Da steht gar nichts drauf. Das sind immer die besten Schilder, wo nichts draufsteht. Du und du, hier kommt mit. Collins. Person. Hier waren wir. Ach, hier ist er, Anderson. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, hier waren wir schon, aber nee. Entschuldigung. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Erkunde das neue Büro. Erst soll mal ins Hinsetzen und warten und jetzt. Ne, ich lese hier nichts mehr. Sei nicht albern. Natürlich will ich dich sehen. Not of the Black Death, okay. Ja. Hank Anderson anrufen. Hi, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Beep. Piep. Sehr geil. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Ja, dann haben wir wirklich was gesagt. Kann er uns hinterher nicht vorwerfen, wir hätten ja uns melden können. So. Die Pulse. Detroit Police zerschlägt Red Ice Dealing. Okay. Das wollen wir jetzt nicht lesen. Wir wollen ja ein bisschen weiter spielen. Er hat natürlich die Kalorien analysiert. Ja, die Pflanze sieht auch gut aus. Tasse. Kalter Kaffee. Hundehaare Bernardiner. Okay, jetzt weiß er natürlich einiges über ihn. Das ist schon mal gut. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro!
Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlives Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich habe jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Tja, sehr interessant. Was macht er? Gibt er seine Marke ab? Ich frage mich, ob Lieutenant Anderson wirklich die beste Wahl für diese Untersuchung ist. Hey! Ich brauche keine Maschine, um meine Männer einzuteilen, okay? Also verpiss dich aus meinem Büro! Oh, er redet ja genauso negativ. Einen schönen Tag, Captain. Er ist aber immer noch blau und neutral in seiner Lampe, nur nicht rot, dass er sauer ist. Verständnis befrage. Frage den verständnisvoll. Ich habe den Eindruck, meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass mir das wirklich sehr leid tut. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Frage den Abweichler. Aber wo ist denn der Abweichler? Ist das der Abweichler? Nö. Ist auch kein Abweichler. Analysiere Abweichler-Daten. Okay, das könnten wir hier machen. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Ja, das hat doch mal geklappt. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Hast du die Popen angehört? Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Wir brauchen echte Forensik. Okay, ich hack mal nach. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Danton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen?
Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Ja, das war wohl die falsche Frage oder Antwort. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich, haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja, es gibt einen. Zimmer 2. Nochmal. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Oh Mann. Ich stell doch nur ganz normale Fragen, was los? Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. So, was haben wir vermisst? ...243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Och, komm schon. Ich gebe mir so viel Mühe. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber Sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? Mann. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Hast du die Proben angeguckt? Lieutenant, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Ja, jetzt musst du doch ran. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Wir brauchen echte Forensik. Ich hack mal nach. Ja, das waren ja wieder 2 spannende Runden. Ich würde sagen, wir hören hierbei auf. Und wenn euch das Video gefallen hat, kauft euch das Spiel, lasst ein Abo da, abonniert den Kanal, genau. Daumen nach oben, Like da, genau so meinte ich das. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Es ist schon ein sehr, sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Dann bis demnächst.